Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu Verstecken, wie ihr seht, in GTA 5 mit Peter, Sebastian. Das ist der sexy Boy hier. Mir. Echt? Wir haben heute mal dieses Gebiet gewählt, was ich euch jetzt zeige. Wir dürfen uns hier in diesem Viereck sozusagen verstecken. Es gibt relativ viel Platz. Darf ich eigentlich nur eine bestimmte Waffe nehmen? Denn ich muss die Leute abschießen. Auch schieß mit, was du willst. Sniper, wir haben auch gesnipert, also mach, wie du willst. Außer zielsuchende Pistolen. Ja. Schüsse, wenn es sowas gibt. Wie viel Zeit habe ich denn? 15 Minuten plus eine 15 Minute verstecken, Minuten. Ne? 15 Minuten. Ja. Okay, dann mache ich mal 16 Minuten einstellen. Und ich würde sagen, ich stelle mich einfach hier vorne gegen die Wand. Nice. Da. Und dann läuft eure Zeit in 3, 2, 1, los. Let's go! Ja, da habe ich ausgemacht. Ich gehe mal in First Person hier zum. Ja. Ah ja. Was ist? Okay. Na, ja, ist gut. Mich gerade gefragt, ob das warten? Geht. Also, alles gut? Naja. Nee, alles gut. Wir sind am Racen. 20 Sekunden. Alter, rum. Ist schon so viel vorbei. Wir sind am Racen. Okay, Peter, ich höre gerade, ich gewinne. Echt? Das kann Wunsch. Sehr gut sein. Du hörst gerade, dass du gewinnst. Ja, ist gerade so. Also die Regelleute haben gesagt, ich gewinne. Ach so. Die haben gesagt, ich darf das Radar benutzen. Ah, nice. Ja, finde ich auch okay. Oh. Okay. 10 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Warte mal, zwei hatten noch den Anzug an und einer war in. Ja, gerade geht man hier unterwegs. Ich komme! Eieiei, da ist Christian schon unterwegs. Guck mal, was ist jetzt passiert. Dammit! Ich hab so viel Schuss, wie ich will, oder? Ja. Du kannst ja auch noch was besorgen, aber... Das Problem ist nur, ich weiß da, wie sieht da mit Polizei aus? Ja, Lester. Ja, kannst du wegschicken. Okay. Lester weg. Ja, ich hab kurz überlegt, ob ich einfach ein bisschen rumballer, damit die NPCs schon mal wegrennen, aber... Nee, das machen wir nicht. Wo ist denn der Peter hin? Peter sagt gar nichts. Ja, weil ich, wir hatten Christian schon gesehen, so. Nee, noch nicht so. Nicht, nee. Wo ist denn Chris so? Da! Ah! Könnte einer sein. Ja, call noch, ey. Muss also ich guck mal nicht mit der Sniper, ne? Wir dürfen auch selber mit, hier Fernglas gucken, ne? Ja, klar. Stimmt. Ja, ist ein bisschen Nacht. Ich bin ja eher so nachts nicht ganz so gut im Gucken. Selbst, was soll die Scheiße? Verpiss dich, Alter, das ist mein Platz! Fuck you, ich bin hier die ganze Zeit schon gewesen! Ich bin die ganze Zeit schon hier! Dann laber doch kein Bullshit! Pimmel, ey! Christian ist oben links im Bereich. Den Security. Also, wenn man den auf der Map sehen würde, ist er oben links. Na, das ist ein guter Call, Jay. Wie kann ja, ich da dachte ich mir, dass der euch gefallen wird. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, wen Jay da gesehen hat. Dich. Aber oben links? Nee. Mein Spiel hat sich beendet! Ich bin sicher. Wie dein Spiel hat sich beendet? Auf. Pause. Und bleib einfach hier stehen. Wir haben alles behoben. 12 Minuten 30 noch, die laufen jetzt. Ich kann wieder suchen, also GTA haben sie scheinbar ein bisschen kaputt gepatcht. Zwei Wochen später. Wir können weitermachen. Keine Sniper auswählen. Ja, dann crasht's logischerweise. Okay, ja. Also Christian ist wieder unterwegs, ne? Glauben wir ja, zumindest, dass es... Ja, es ist eine Theorie. Bei mir ist es immer... Ihr habt beide die Sniper ausgewählt. Nein, nur bei mir. Bei Jay war sich unsicher. Bei mir aber zweimal. Ja, ich war mir unsicher. Ne, Jay hat gesagt, könnte sein. Jay hat gesagt, so, ich habe auf jeden Fall die Sniper ausgewählt. Ich habe ich anders im Kopf. Oh! Fuck. Oh, ich glaube, Jay steht. Oh! Ich dachte, den Headshot. Aua! Fuck. Ich muss hier weg! Oh Gott! Jetzt nicht beim Fallen sterben, Jonathan! Aua. Ja, war gut. Peter, bist du noch da? Ja. Okay. Echt? Da habe ich mich kurz erschrocken, als es rot wurde. Ach, da bist du. Ich dachte auch, du hast mich gesehen und hast gesehen, wie ich dann... Ich habe keine Ahnung, wo du warst. Aber er war immer noch im Norden der Map. Ich war ganz oben auf dem höchsten Gebäude. Ich weiß immer noch nicht, und da hat er dich gesehen. Ist ja verrückt. Verstehe ich auch nicht. Am höchsten Punkt der Karte war er. Mein Erzfeind nimmt jetzt hier auch teil. Peter, ich habe hier so ein Problem, ne? Sag mal, wie ich jetzt... Also... Und da aus gar nicht, würde ich sagen. Also, außer wir hatten da nur eine Straße, ne? Genau, so
Wieso habe ich denn hier so viele Straßen? Ja, Jay, wie kommst denn du da weg? Oder willst du da bleiben? Ich habe Fehler begangen. Bist du aus dem... Ah, das ist Christian! Christian ist an der Straße, er ist ganz links. So, ich gehe mal kurz den anderen Weg. Da gehe ich jetzt nicht runter. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt noch in dem Gebiet bin. Ja, bist du. Okay. Ich muss mal kurz einen anderen Weg gehen. Wir haben eine Straße in unserem Gebiet, die geht durch so eine Höhle. Also nicht Höhle, sondern durch so eine Halle. Ja, durch. Ja, aber es gab halt noch so kleine... Ja, also Gassen. Zu der Nebenstraße noch eine Nebenstraße oder so. Deswegen war ich erst ein bisschen... Tendenziell leider dann nicht der geile Spot hier. Siehst du ihn noch, Du glaubst ja, wo ich da hier nochmal gucke? Nee, ich bin ganz woanders. Nee, ich bin einfach weggerannt. Bin jetzt bei euch. Ach so, ja dann. Wie? Was? Wie? Nicht? Oh mal, da ist Jay. Ich hab Jay gesehen, Peter. Wieso sagt Christian hallo? Ich dachte ja doch die ganze Zeit, um dich zu ärgern. Oder ich hab Christian gesehen, je nachdem. Da stand ein Mann, der, und ich wollte einfach sehr freundlich zu dem sein. Peter? Siehst du, ja, ich seh dich. Guck mal, wo ich hingucke. Ja. Da lief jemand. Boah, da wär ich weiß nicht, ob das Jay war oder Christian. Das könnte Christian gewesen sein. Aber könnte auch Jay gewesen sein. Die Frage ist, Sebastian, hatte der Oberkörper frei oder nicht? Oh, das stimmt. Ich glaube nicht. Jay kann man ganz gut erkennen. Christian hat so ein graues Oberteil an. Ich würde sagen, das war Christian. Oder so ein Problem. Und ich glaube, Christian hat mich auch gesehen. Aber Christian hat so was gesagt wie, hey, hallo. Glaube ich eher nicht. Ja, das war ja Minuten vorher. Nee. War kurz nachdem ich dich gesehen habe. Alter, Christian ist gerade auf dem ganz großen Gebäude auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite? Ist korrekt. Also das höchste auf dem Gebäude, mittleren meinst du? Das höchste oder Gebäude, was? Ja, ja. Auf der ist Lager quasi auf dem Gegenpart, wo ich war. Ja. Der klettert jetzt gleich zum größten Teil. Und dann rechts oder links? Mitte jetzt. Peter? Ja. Das ist tendenziell belastend. Ja, also ich habe euch von da oben sehr easy gesehen. Nee, ich nicht. Ach, Jay war da unten, okay. Für mich ist das... Ach so, für dich auch easy, ja, stimmt schon. Okay, wer ist gerade runtergefallen? Okay, Christian ist gerade, glaube ich, wieder runtergefallen. Nee, gefallen, also ich wollte da auch runter, aber der ist, weißt du, so auf der Reling genau zwischen die Beine hat er die gekriegt. Das hat beim Zuschauen wehgetan. Ist er gestorben? Ich glaube, du bist wieder safe, Sebastian, gerade kurz. 8 Minuten habe ich nicht. Ist er gestorben? Ich weiß nur nicht, ob er auf den Boden gefallen ist. Ist er gestorben oder nicht? Ist er in der Gasse? Ja, der ist hier irgendwo in der... Also der ist quasi von dem Lager wieder runtergesprungen, glaube ich. In unsere... Oh, da schießt wer! Ja, was ist los? Wo schießt er denn? Ja, irgendwo da hinten! In Richtung links! Da hinten? Shit, also ich muss hier runter. Oh, die Leute rennen. Ja. Ich finde die Leute. Ja, aber schon wieder Bullerei. Oh Gott, schreien sie. Oh. Aua, das war knapp. Das war der Genickbrecher. Okay, Christian. Ändern wir meinen Standort. Das war nicht ganz so optimal, muss ich zugeben. Muss ich einfach zugeben. Man braucht da einfach zu viel Schüsse, um die Leute hier wegzunehmen. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Bist du nochmal runtergefallen, Christian? Nee, oder? Ist ein NPC da gerade runtergefallen? Lol. Also ich hab nochmal einen Satz gemacht, einen Körper, ja. Okay, aber das sah mehr aus wie ein NPC, der da gerade auch nochmal von so einer Leiter gesprungen ist. Oder, das war dann kein NPC, Peter, die klettern eigentlich... Oder Polizist, aber ich glaube eher, dass es jemand von den anderen beiden war. Nee, der hat geschrien und alles und das waren zwei direkt nebeneinander. Christian ist jetzt auf der rechten Seite zwischen so zwei Windgas-Dingern, quasi... Der läuft jetzt, der ist jetzt wieder ganz rechts. Klettert jetzt wieder auf den höchsten Teil. Halt, okay. Also irgendwer ballert so richtig heftig, aber... Also ich, ja, hier hab ist ich jemand anderen gecallt? Hier ist ein Gegner. Da tut mir das leid. Da kamen gerade zwei Typen an und wollten mich wegschießen. Das waren die wahrscheinlich, die ich meinte. Das ist richtig. Ist er noch auf dem höchsten Teil? Ja. Keine Ahnung. Klettert jetzt nach ganz oben.
Jack, kannst du mal aufhören, meine Position anzusagen? Ja, was ist denn? Dann sag doch, dass ich dich die ganze Zeit calle, Junge! Ja, irgendwann, also... Mann, wo soll ich das denn wissen? Ich dachte, das wäre er! Ich wollte nicht direkt sagen, so, boah, Jack, ja, dann, ich hab doch gesagt, außer ich call jemand, dann tut mir das leid, dann hättest du doch spätestens schon sagen können, nee, das bin ich! Nee, ich wollte vorher noch ich wegrennen! Ich seh das doch nicht! Ja gut, wirklich, nee. Huch! Habe ich den Falschen dazu gesehen? Ich hab Chris doch schießen hören hier irgendwo. Ja, der war. Oh Gott! Gott! Oh, Peter ist zu weit weg! Scheiße. Jetzt hab ich Chris auf jeden Mal geschossen. Ja, das stimmt allerdings. Ach, und ich hab dich nicht gesehen. Hallo. Okay, Chris. Jay ist auf jeden Fall. Nicht im Süden. Sehr ambitionierter Mitarbeiter. Sepp ist immer noch auf der rechten Seite, der Ficker, wenn er mich jetzt hier callt. Ich hab das aus Versehen gemacht. Was hab ich gemacht? Oh, jetzt kommt schon. Ich hab gesagt, du bist nicht im Süden. Sepp ist auch nicht im Süden. Wow. Ja, da kommt wieder ein Hort. Wieso sterben die direkt? Ich muss Jay richtig hardcore auf die Nudel gehen, glaube ich. Ja, als ob du mich callst, wenn ich das aus Versehen mache. Ich hab dich nicht gecallt. Ja, du hast gesagt, Jay ist nicht im Süden. Ja, und wie genau ist das? Ja, so genau wie ich jetzt auch gesagt habe, du bist nicht im Süden. Nee, was hast du davor gesagt? Rechts. Ist halt auch die andere Hälfte der Map. Weiß leider nicht, hier laufen so Dudes rum. Ich würde euch da gern helfen, aber ich habe keine Ahnung, leider, wo er ist. Ich habe leider den Peter auch wieder verloren. Ich glaube, hier sind so ein paar Leute erbost auf dich, Christian. Ja, keine Ahnung, wo der Christian ist. Irgendwelche Mitarbeiter. Aua. Oh ja. Oh, da ist jemand tot. Keiner von uns, oder? Nee. Nee. Das hätte ich gesagt. Ich glaube, ich habe das HUD auch noch an. Das müsste mir eigentlich angezeigt werden. Hier kommst du auch wieder nicht hoch, das ist doch ein Witz. Nee, Christian, hier kommst du nicht hoch. Guter Mann, Chris! Ist genau vor mir! Oh shit, er kann C4 hochwerfen. Shit! Ja, nee, nicht mit Papa schlupf. Oh, das war nur ein Fussel. Das Problem ist, ich komme nicht mehr runter. Doch, du kommst wieder auf dem Bottich, kommst du wieder runter. Ja, bin unten. Okay. Hi Christian! Oh, ich muss mir noch kurz. Du kannst gerne pausieren von mir aus und wieder ins Gebiet kommen. Oh shit, das muss ich aber auf jeden Fall. Du musst nur ins Gebiet finden irgendwie. Ja, bin ich schon. Shit, dann muss ich aber sowas von los. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er ist. Aber er weiß, wo ich bin. Einen von euch habe ich gerade gesehen. Na, okay, ja, mich? Beim Spawnen, meinst du? Beim Spawnen, ja. Also nicht beim. Die Kamera geht runter, sondern ich bin gespawnt und ist da einer gewesen. Ja, der so in der Hecke gehockt hat, ne? Wer der in der Hecke den? Gehockt hat? In der Ecke gehockt. Ach, Ecke. Wer weiß das schon? Da müssen jetzt alle rennen. Naja, ich. Du bist an mir vorbeigerannt, oder? Aber in freundlicher Weise, oder? Also absichtlich bist du an mir vorbeigerannt. Achso, nee, dann habe ich dich nicht gesehen. Christian ist links jetzt. What? What? Nee, Moment. Okay, Moment, wen habe ich jetzt wieder gecallt? Wow, Peter. Jay callt hier einfach wieder an. Irgendwer auf dem Dach, Peter. Hä? What? Wieso sehen die alle gleich aus? Was ist denn jetzt passiert? Weißt du, Jay callt einfach immer alle Leute, ne? Hier ist doch einer auf dem Dach gerutscht, als ich gespawnt bin. Ich dachte, weil er ein graues Oberteil hatte. Ich dachte, du hättest ein dunkleres. Nee, ich hab ein dunkles. Nach 2 Minuten. Hä? Das war doch grau gerade. Aber du callst mich echt gut. Scheiße, also das mache ich nicht absichtlich. Ich glaube, ich sollte mich mehr zu Jay orientieren. Ich habe mich voll erschrocken, weil so ein NPC an mir vorbeigerannt ist und ich dachte, dann wärst du Christian. Dann bin ich weggerannt und dann hast du mich getötet. Und ich dachte jetzt, ja, Gott. Ja, und, also vielleicht war das auch dummer Zufall einfach. Oh Gott. Egal, ich warte jetzt und nehme die Map auf und suche gleich. Geil! Was denn? Oh. Nix. Ich hab grad $11 verdient. Oh, hast du Peter seine Leiche geplündert? Nein. Nee, ist das von dem Toten gewesen? Oh, Christians Leiche? Nee. Ich hab die Leiche gerade selber produziert. Ach so. So.
Ja, ja, die Mitarbeiter hier, die haben irgendwie was gegen einen. Nee. Verstehe ich gar nicht. Muss ja richtig mit denen reden. Okay, hier schießt wieder irgendwer. Wait. Ich hab irgendwie eine. Leute, der ist auf der anderen Straßenseite gewesen. Okay, ich hab irgendwen weggeballert. Nice, Christian. Nice. Ich hab einfach jemanden gesehen, der stand da rum, oben auf dem Haus. Und dachte mir, alles klein, schießt jetzt weg. Wie viel Zeit hast du denn noch? 45 Sekunden. Oh. Ja. Das ist nicht mehr so viel. Sehr entspannt. Ich höre die ganze Zeit nur Schüsse, okay, Schüsse, das sind Schüsse. 20 Leute jetzt oder sehe mich ab. Oh fuck my life. Was ist los? Ja, Mr. Mehdi Hasan ist gestorben. Und, ja, und ich bin sehr offen. Ja. Jay ist bestimmt wieder oben auf der Halle drauf. Nee, nee. Schade. Tja, Satz mit X machst du nichts. Ist die Zeit um? Ja. Yep. Zeit gut. Okay, hast damit hast du Peter gefunden. Ja, mit sehr viel Glück habe ich Peter gefunden. Ja, wirklich. War hart. Wann nicht geht geforst. Ich bin die ganze Zeit nur noch hier halt rumgelaufen. Ich habe Christian versucht zu filmen. Ist hier, hier ist Gang War. Ja, moin. Ah, das Escape sehe ich ihn aber nicht. Sehr viele Leute. Peter, der Zylinder. Uhr. Stoppuhr, Timer, 16 Minuten. Eure Minute zum Verstecken läuft ab jetzt. Okay. Fuck you. Du Pisser. Oh, Alter! Oh, das war nicht intended. Oh, sorry. Was ist passiert? Ja, Sepp hat mir eine gegeben. Nee, das andere war viel wichtiger, Peter. Ja, aber du hast auch mir eine gegeben. Okay, ist von euch einer in die Garage gegangen? Wieso geht die jetzt auf? Was für eine Garage? Hier ist direkt neben einem eine Garage, die geht auf. Die sieht aber überhaupt nicht so aus, als würde die aufgehen können. Ihr habt eine halbe Minute. Neu. Okay. Kein Plan. Wie geht der denn auf? Der da vorstellen. Aber ja, ja, ich weiß nicht, ob du das gleiche meinen. Ja. Oh, ja. 15 Sekunden. Ach du Scheiße. So schnell kann Peter gar nicht. Nee, Peter. 10. Gar nicht versteckt. Du Scheiße. First Person soll echt tricky, muss ich sagen. Mhm. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Shit. Das hat nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das wird besser Eckstein, klappen. Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja, die Garage ist ja in Zellen außen. Ja, aber es ist halt nur ein Raum, ne? Und das, ich hatte erst überlegt, mich da reinzustellen, ist man automatisch direkt wieder aufgegangen. Ja, das ist dazu gefährlich. In der Halle oder wo? Nee, direkt am Anfang, da ist so eine Garage. Oh. In der Halle sind ja auch so Tore und da ist ein Schneemann drin. Da wollte ich hin, aber da kommst du nicht rein. Was? Ah ja, ich weiß, was du meinst. Da, wo Peter jetzt ist. Hä? Als ob du mich siehst. Da, wo Peter jetzt ist? Ja, Peter ist in diesem Durchgang. Ist jetzt auf der, was ist die nördliche Seite? Ist herausgegangen. Ah. Okay. Und läuft da auf der Straße rum. Ja, Norden, Süden, da war ich irgendwie sehr verwirrt. Hey, von wo siehst du mich, Sebastian Lenzen? Das muss ich dir nicht verraten, Peter. Das ist auch diese quietschenden Schuhe. Aber guck mal, da liegt ein Penner auf der Straße. Auch so quietschende Schuhe. Lol. Sepp, ich würde an deiner Stelle rennen. Meinst du? Ja. Meinst du, er hat mich gesehen? Ich glaube schon. Warum? Ich hab dir einen Tipp gegeben, ja. Ich würde an deiner Stelle rennen. Also eigentlich höre ich ja nicht auf Jonathan, ne? Aber ich mach mal heute eine Ausnahme. Also ich glaube, wenn du das bist. Ich renn schon die ganze Zeit. Sag nicht, du hast schon wieder einen Miss-Call gemacht. Ich hab auch niemanden gesehen, also. Ach komm, Jay, Alter, ich hab so geil mit Peter geplayt und dann machst du es hier. Hey, seh doch den Zylinder, Mann, genau da, wo du gerade standst. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ich auf dem Dach rechts im Norden. Da warst du doch, Sepp. Genau da steht jetzt gerade Peter. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ja, okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut, dann war das
dass Peter einfach verwirrt war, da war ich lucky, dass er nicht direkt mich gefunden hat. Und Jay hat mich gewarnt. Ja. Finde ich gut. Hauptsache Peter benutzt nicht den Chatterbot. Den was? Chatterbot. Was ist denn der Chatterbot? Das ist der Bot, den du. Immer schon gesucht hast. Ach, Peter, willst du mich jetzt verarschen? Wo ist denn Peter? Ja, Peter ist jetzt auf dem mittleren Dach ungefähr, aber auf der nördlichen Seite davon. Und er will da, glaube ich, hochrennen. Ja, nee. Ja, doch. Wie Chishu, nur. Ich gesehen, Peter. Ja, okay. Wie nee, also dann. Ich habe gesagt, ja, okay, nicht nee. Ach ja, okay, ich habe verstanden, ja, nee. Aber Peter ist mir, glaube ich, echt auf der Spur. Der ist die ganze Zeit hinterher. Ja, der riecht deinen Pups, deinen Angstschiss. Oh, nee, der riecht Christian seinen Pups. Okay, das war lucky. Scheiße. Boah, wo kam er denn? Boah, gut, dass ich da nach oben geguckt habe, ey. Das war, aua. Na, Peter hat auch eine Britzelwaffe, ne? Ja, ich habe so eine Britzelwaffe. Da ist Christian echt schnell mit umgefallen, ey, muss ich sagen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Hat die auch einen krassen Scope oder eher so nicht? Nee, die hat gar keinen Scope. Hat die auch einen krassen Scope oder nicht? Ja, dann weiß ich, wie ich so mit Peter zu fahren habe. Ich weiß nicht, wo Peter ist. Das ist eine Minigun quasi. Der war am mittleren Haus, da auf dem Vordach. Auf der nördlichen Seite. Also jetzt nicht mehr, ne? Jetzt habe ich ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Angst, dass der gleich hier irgendwo hinter mir ist. Dum, 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 dum. Ist nicht unmöglich. Ja, vor allem, weil man mich halt so fleischfarben gut sieht. Jay, bist du eher so im Norden oder im Süden? Das kann ich gerade nicht verraten, weil ich echt Angst habe, dass der weiß, wo ich bin. Ja, aber dann kannst du es ja verraten. Ja, aber ja, nee. Wie? Nee. Also, gute Argumente. Also, ich bin so noch im Bereich. Ach, du bist im Bereich, okay. Ja, ich bin noch im Bereich. Ich habe schon lange keinen mehr von allen von euch gesehen. Es sind nur noch Sepp. Also, weder Sepp. Du bist im Norden. Weder Sepp noch dich. Weiß ich nicht. Also, mich kannst du auch nicht mehr sehen. Weder Sepp noch Pete. Ich bin zwar noch in dem Gebiet, aber ich stehe nur rum. Also, ich bin ganz im Süden. Weder Jay ist auf jeden Fall im Norden. Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Alter, ich hab schon gedacht, ey, wie lange dauert das noch? Aber Alter, 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 wie erschrocken, Alter! Ich auf dem Map die Höhenunterschiede. Oh. Oh, hast Jay, du mich vorher gesehen? Im Norden. Nee, ich hab dich nicht vorher. Leute, ich werd beschossen. Ja, du kamst einfach so random dahin? Ach komm, Alter, hab ich mich eingeschissen, ey. Bleibt noch der Jonathan. Wie viel Zeit hast du noch? Alter, 9 Minuten 45. Uiuiuiui. Ich hab richtig Angst. Boah, Jay, weißt du nicht, wo Sepp gekillt worden ist? Alter. Nee, ich hab nur die roten Striche in die Luft fliegen sehen. Oh, ich werd mich nicht aufs Dach verstecken. Irgendjemand, ich hab hier Leute auf jeden Fall sauer gemacht. Das kann ich sagen. Das kann ich dir aber auch sagen, Peter. Auf dem Dach siehst du mich nicht mehr. Das sind die Gewerkschaftsbrüder. Ja, ich glaube auch. Da kannst du mich lange suchen. Ja, Peter, die sind ein bisschen mad auf dich. Ja, die sind super mad auf mich und die kann ich auch nicht mit dem Telefon einfach wegschicken. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Soll ich dir helfen, Peter? Komm, ich helfe dir ein bisschen. Ja, oh, die ist leider runtergefallen. Ja, komm hier. Bam, bam. Oh, ich höre mich. Ich lass meinen Peter in Ruhe. Also, Peter, ich sehe. Okay. Gelbe Lichter. Okay, du siehst zwei Leute gelbe Lichter. Ja. Ist da so ein blaues Schild drüber, wo Fridget draufsteht? Nee. Okay. Siehst du denn den, den Roboter, den habe ich schon wieder vergessen. Der Roboter? Nee. Das Ding, was ich eben meinte. Chatbot. Chatbot, irgendwie sowas. Nee, keine Ahnung. Okay. Nee, das ist schon. Nee, das war so ein riesen Werbeschild. Roboter neben uns stand. Jetzt Peter mich erschossen. Die mir jetzt auf den Sack gehen wollen, ja. Also Peter, ich bin nicht auf dem Dach. Ja, habe ich verstanden. Die wollen mir wirklich auf den Sack gehen. Ich bin auch nicht auf dem Dach. Ja, vielleicht kann man von da aus gut sehen, ne? Ja, ja, das habe ich da mir auch... Da wird wieder geschossen. Ja, ja das war ein Fehler, Peter zu helfen. Jetzt sind die mad auf mich.
Fehler, Peter. Controller ist schon echt belastend. Kannst du überhaupt was? Ich war ja im Norden, wie Sepp gecheatet hat. Ja, okay. Die Frage ist, bist du immer noch im Norden? Ja. Ah, okay. Ja, der Jay so, denkt, er hat ein gutes Versteck. Na, ich habe ein ziemlich gutes Versteck. Ja, okay. Das ist sehr interessant, wie das aussieht, wie er da sitzt. Ach komm, ey. Hier, was ist denn hier eigentlich mit der ganzen Polizei los, die hier kommt? Ja, die finden mich, glaube ich, jetzt auch doof. Alle finden mich doof. Ich sehe noch, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine gelbe Kabeltrommel sehe ich. Ach komm. Ist das eine gelbe Kabeltrommel? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall so eine, ja, ich würde es schon Kabeltrommel nennen. In groß. Endlich. Kabeltrommel ist ja, glaube ich, das Ding, was halt mit quasi das Ding, was du aufrollst. Was auch so Kabel wie, aufrollst. Wie der Gartenschlauch, den ja, du auch aufrollst. Ich habe einen Fehler begangen. Also die sehen auch so ein gelbes Gartenschlauchteil. Ich gehe mal davon aus, dass Peter noch genug Zeit hat. Ja, ich habe noch genug Zeit. Ich muss nur gerade erstmal hier wieder reinfinden. Ah, ich fühle mich gut. Oh, das gibt es doch nicht. Kann ich hier durchschießen? Oh, ich höre Schüsse. Psst. Was hat Peter da eigentlich für eine Cheetah-Waffe? Ja. Minigun. Richtig unfair, ey. sonst hätte ich das easy überlebt. Ich hab nebeneinander gestanden. Ich habe erst gedacht, Peter messert dich. Ja, hätte er auch machen können, ohne Witz. Ja. Der Schreiber war aber auch awesome, muss ich sagen. Ich bin schon ein bisschen erschrocken. Peter, was machst du denn? Ja, ich bekam nicht mehr ins Gebiet rein. Das ist mega scheiße gewesen. Ach, echt? Das ist aber ärgerlich. Okay. Gelbes Licht und Kabeltrommel. Peter, davon gibt's bestimmt. Ja, also manche Sachen sehe ich nur. Das sieht aktuell so aus, als würde ich unserem Saugroboter auf der Karte zugucken, wie der unsere Wohnung saugt, so wie der da rumläuft. Manche Sachen sehe ich auch nur, wenn ich mich bewege, die ich gerade gecallt habe. Ah, da war ein Hindernis. Da musst du kurz umdrehen. Okay, gehen wir mal weiter. So. Wer hat geschossen? Ich nicht. Also ich stehe ganz im Süden. Ja, ich bin außerhalb des Gebiets. Peter, was machst du in der Mitte? Zwar in dem Gebiet, aber. Hast du gerade geschossen, Jonathan? Nein. Weil ich sehe dich halt nur in der Mitte da rumlaufen. Dieses Auto hier hat sich gerade bewegt bei mir. What the fuck? Das Weiße? Ja. Ja. Schaut krass, ne? Ja. Wie hat sich das bewegt? Hast du dann angeschossen, Jonathan? Nein, ich habe das nicht angeschossen. Wo siehst du mich? Vielleicht sitze ich ja in dem roten Auto, Peter. Ja, ich dachte, da hätte ich reingeguckt. Da saß ich vor. Ah, schon wieder! Ah, hab ich's wieder beschossen. LOL! Das buggt. LOL! Das buggt. Okay, ich muss hier weg. Ich habe Angst. Vielleicht ist das der Absturzgrund. Ja, vielleicht. Okay. Ist nicht auf dem Dach, hast du gesagt. Okay. Weiter gucken. Weiter nach einer Kabeltrommel Ausschau halten. Hier siehst du mich oder kannst du mich sehen? Vielleicht. Ja. Vielleicht solltest du mal da in dieses Doppelmaschendrahtzäunchen reingehen, Peter. Da kann man durchlaufen. Doppelmaschendrahtzäunchen? Ja. Ha. Es gibt hier richtig gute in Tipps. The morning. Na, ich sag nur, vielleicht sollte er da durchlaufen. Meinst du die Area hier oder was? Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht zu viel Tipps geben, Peter. Das ist so scheiße. Oh. Hab ich doch wirklich gesehen. Als ob du mich gesehen hast. Kacke. Ja, krass. Ah, guck mal, ich hab deine so gut hintersehen. Ja, aber nur weil ich drunter deine weiße Hose, die hat halt gestrahlt, muss ich sagen. Wie zum Fick hast du mich gesehen? Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab da einfach nur die Schritte gehört und hab dann Oh mein Gott, Alter, war gut von dir. Das gibt es ja wohl nicht. Aber dieses weiße, jetzt ist das weiße Auto auch komplett weg. What the fuck? Ja, das war strange.
Ja, Peter hat alle gefunden und damit völlig zurecht geworden. Ja, zugegebenermaßen mit der besseren Waffe, aber ich hatte mich nicht getraut, nochmal zu wechseln. Auf jeden Fall. Also bei Sepp und Jay stand und bei mir auch, du standest ja direkt neben uns. Das stimmt allerdings. Also, ach, scheiße. Ja. Dann war verstecken. Oh, jetzt haben wir erstmal Christian nochmal umgenommen. Hat euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.